Herzlich willkommen bei Mit der Kirche ums Dorf. Heute aus Birkenheide und aus Maxdorf. Heute ist alles ein bisschen besonders, ein kleines bisschen anders als sonst, aber was genau, das seht ihr gleich. In jedem Fall feiern wir diesen Gottesdienst wie jeden Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn beten. Jesus, wir lachen gern. Wir leben gern, wir vergessen gern, denn Leiden gehört irgendwie auch dazu. Du gehst den Weg ans Kreuz. Hilf uns hinzusehen, hilf uns mitzugehen. Amen. Hallo und liebe Grüße aus der Quarantäne, heute mitten aus dem Büro über den Bildschirm, so ist es gesünder für uns alle. Ein paar Worte der Andacht über den Predigttext von heute und manchmal gibt es von Jesus so richtig ermutigende, schöne, angenehme Worte, leicht verdaulich und genau meine Wellenlänge. Aber dieser Predigttext aus Markus 8, als Jesus so seinen letzten Weg Richtung Jerusalem geht, der hat's echt in sich. Und als ich diese Verse gelesen habe, da musste ich mal wieder neu denken, ist mir eigentlich bewusst, worauf ich mich da eingelassen habe, wenn ich Jesus beim Wort nehme? Wenn wir uns Christen nennen, kennen wir den Preis fürs Christsein? Und sind wir wirklich auch bereit, den unbequemen Weg mit Jesus zu gehen? Oder ist uns so eine Light-Version lieber, die wir uns manchmal so selbst zusammenbasteln? Zum Zusammenhang. Jesus hatte das 33. Lebensjahr erreicht. 3 Jahre lang war er mit den Jüngern unterwegs gewesen. Er hat geheilt, er hat Menschen die Augen geöffnet, vor allem auch die Augen des Herzens. Er hat unterdrückte Menschen geehrt und er hat Sünde beim Namen genannt, aufgedeckt. Aber nicht mit dem Ziel, um Menschen fertig zu machen, sondern mit dem Ergebnis, dass ihre Sehnsucht nach dem Leben, wovon sie immer geträumt wurde, neu geweckt wurde. Die Sehnsucht nach einem Leben im Einklang mit Gott. Und das hatte manchmal ganz eigenartige Folgen. Manche sind ihm nachgefolgt und haben konsequent alles an zweite Stelle gesortiert, nachgeordnet. Aber die meisten Menschen wollten Jesus doch lieber so als Stimmungskanone, als ein Wasser zu Wunderwandler, als ein Semmelkönig, der Brötchen für Tausende kann. Aber doch nicht jemand, der meinen wunden Punkt anrührt. Doch nicht jemand, der meine liebgewordenen Gewohnheiten anspricht und in Frage stellt. Keiner, der mir ins Herz schaut und mir die Wahrheit so ganz ins Gesicht sagt, oder? 3 Jahre lang hatten die Menschen Israels den Gottessohn ausgehalten. Und dann wurde immer mehr Menschen klar, welchen Preis die Nachfolge Jesu kosten würde. Und dazu waren viele einfach nicht bereit. Die Berufsgeistlichen nicht, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Viele Mitmenschen nicht, besonders in der Heimat Jesu in Galiläa. Und schon gar nicht die Regierenden. Es reicht. Nicht zu viel Jesus. Nicht zu viel Herausforderung. Bleib beim Ermutigen, Jesus, sonst sinkt dein Beliebtheitswert. Jesus hat das kommen sehen.
Und dreimal blickt er in die unmittelbare Zukunft und nimmt seine Jünger mit rein. Markus Kapitel 8, Vers 31. Und dann sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass er, der Menschensohn, viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Und als er so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Und Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort von mir, Satan! Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Und dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich und sprach, wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu gewinnen, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele dabei verliert? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Originalton Jesus. Folge mir nach, so hat alles angefangen mit seinen Jüngern, werde mir ähnlich. Jesus lässt die Menschen, die ihm nachfolgen, Friedensworte aussprechen und nicht die Rachegedanken, die eigentlich aus ihnen rauskommen. Jesus lenkt auch meine Füße, meine Augen, meine Sympathiegedanken und meine Abneigungsgedanken gegen Menschen. Jesus fängt an, mich zu führen, mich zu leiten, wenn ich einer seiner Nachfolger werde. Und dann sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass er viel Schlimmes erleiden müsse. Das widerspricht schon arg dem Lebensgefühl unserer Zeit. Leiden, Schmerzen, Depressionen, oh, bleibt mir weg, bevor das noch ansteckend wird. Wir wollen Menschen, die das überwunden haben, die Siegergeschichten haben, aber wir interessieren uns doch nicht für die Gescheiterten. Als er noch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Aber Jesus wandte sich um, sah alle seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort von mir, Satan, du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Und darin war Jesus echt Meister. Alles aus der Sicht Gottes zu betrachten mit seinen Augen. Meine Freunde, meine Feinde, alles mit Gottes Augen anzusehen. Meine Ziele, meine Zukunft, meine ganze Zeit, alles in Gottes Händen. Meine Vorhaben, meine Vergangenheit, alles aus Gottes Sicht betrachten. Das heißt, Jesus nachfolgen ganz praktisch. Und so rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sprach, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen und der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Und jetzt sehe ich Jesus so ganz real vor mir, wie er seine Hand ausstreckt und mich fragt, und Stefan, willst du mir wirklich nachfolgen, auch wenn es hart wird, auch in dunklen Zeiten? Und ich höre Jesus sagen, folgst du mir nach, auch im finsteren Tal? Und dann kommt mir die Antwort, Jesus, ich brauche dich an meiner Seite. Und gerade, wenn es hart wird, gerade in dunklen Zeiten will ich dich an meiner Seite haben. Du hast dunkle Zeiten hinter dir, Jesus. Du kennst dich da aus. Du weißt, was nach dem finsteren Tal kommt, nach dem Tod. Ja? Ja, ich will dir nachfolgen, Jesus. Auch und gerade dann, wenn es hart auf hart kommt. Amen. Amen.
Lasst uns beten und gemeinsam Fürbitte halten. Deine Liebe, Gott, der du die Liebe bist, hast du uns gezeigt. Du hast mit Menschenaugen in die Welt geschaut. Du hast gelacht und geweint, bist in Jesus Christus durch das Leid gegangen bis in den Tod. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und dir folgen in der Liebe. Öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen, die dich nicht vermissen und doch irgendwie vermissen, die sich nach Wahrheit sehnen, die mehr als Worte und Gedanken fassen. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und dir folgen in der Liebe. Öffne uns die Augen, die wir so oft blind sind, für uns selbst und für deinen Willen in uns, die wir uns in Lieblosigkeit selbst verraten, die wir so oft uns selbst fremd sind und unruhig, suchend nach dir. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und dir folgen in der Liebe. Der du die Liebe bist, Gott. Du hast mit Menschenaugen in die Welt geschaut, hast gelacht und geweint. Du kennst und liebst uns. Du bist in Jesus Christus durch das Leid gegangen bis in den Tod. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen. Amen. Geht auch in diesen Sonntag und in diese neue Woche begleitet und behütet vom Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.